Ja, lang ist es auf jeden Fall her, deswegen ich heiße euch herzlich willkommen bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch allen geht es natürlich soweit gut. Ich hoffe, bei euch läuft soweit alles. Ja, wie steige ich am besten ein? Ist auf jeden Fall schon länger her gewesen, seit ich das letzte Mal irgendwie was mit Klamotten oder mit Sneakern oder sowas hier auf YouTube gemacht habe. Man kann es ja auch im Videotitel schon erkennen, heute geht es auf jeden Fall um Sneaker. Bevor ich dazu komme, will ich noch ein, zwei Worte verlieren. Ich glaube, die meisten haben das mitbekommen. Ich glaube, das letzte Jahr hier auf YouTube, ja, ging fast gar nichts über Klamotten. Also es war eigentlich relativ fußballlastig, relativ sportlastig, was ich aber auch voll in Ordnung fand. Ich mache jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren oder so YouTube und es hat sich eigentlich alles immer um Klamotten gedreht, immer um Sneaker gedreht und so. Und ich hatte einfach, ja, einfach mal Bock, was Neues auszuprobieren, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Na, diejenigen, die mich auch so ein bisschen privat auf Instagram verfolgen, die wissen, dass ich Fußball liebe, dass ich Fußball schon immer geliebt habe und das war einfach für mich ja auch so ein bisschen ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist, da einfach auch mal was mit Fußball zu machen und ich habe mich dabei auch super wohl gefühlt und es wird auf jeden Fall auch in Zukunft immer mal wieder was kommen in Form von Interviews oder auch mal Fußball-Challenges oder so. Aber ich fand es irgendwie natürlich auch so ein bisschen schade, hier auf YouTube nichts mit Klamotten zu machen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben es hin und wieder eben auch mitbekommen, dass ich dann auf Instagram mal gezeigt habe, wenn ich irgendwie einen geilen Schuh oder so günstig bekommen habe, habe ich das immer in meine Story gepackt. Der Nachteil daran war natürlich dann, dass es die Leute, die mich eben auf YouTube abonniert haben, die mich eben vielleicht genau deswegen, wegen Mode, wegen Klamotten und so abonniert haben, dass sie das eben nicht mitbekommen haben. Ne? Weil eben, wie gesagt, die ganzen Leute, die mir auf YouTube folgen, folgen mir natürlich nicht bei Instagram. Und ja, deswegen, ich hatte irgendwie heute einfach mal Lust, euch so ein bisschen was zu zeigen. Auch Schuhe, die ich in der Vergangenheit auch schon bei Instagram gezeigt habe, hier zu zeigen. Der Sommer steht vor der Tür. Ich bin immer jemand, ich habe auch in der Vergangenheit immer Sachen gezeigt, die jetzt nicht irgendwie im High-Fashion-Bereich sind, die jetzt irgendwie 500, 600 Euro kosten. Deswegen heute so ein Top 5 Sneaker-Video. Ein Schuh ist dabei, ich glaube, der kostet sogar nur 30 Euro und der ist überragend, auch als ich den damals in meiner Story gepostet habe. Ich weiß nicht, wie viele Schuhe da verkauft wurden, aber ich hatte, glaube ich, auf den Schuh um die 500 so Swipe-Ups, als ich den verlinkt habe. Und das ist natürlich geisteskrank. Genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem eigentlichen Video. Mit welchem fangen wir an? Die ich mir zuletzt gekauft habe, ist auf jeden Fall ein klassischer Schuh. Nike Air Force One habe ich, glaube ich, gefühlt ganz, ganz viele davon im kleinen Schrank. Das ist aber so ein besonderer Colorway. Finde ich für den Sommer ganz geil. Das ist hier so mintgrün mit Gold gemischt. Hier vorne auch nochmal. Muss ich offen und ehrlich zugeben, ist einfach ein Damenschuh. Fällt aber 0,0 auf. Hier noch einmal Fokus. Fällt 0,0 auf. Aber das mal so als kleiner Tipp. Air Force guckt immer mal wieder in die Damenabteilung, weil die haben da eigentlich auch echt ganz stabile Farben. Der kostet 99,95 €. Also wir sind noch unter 100 Euro, aber Air Force geht auf jeden Fall immer. Aber die Farbe hier, verlinke ich euch natürlich unten, die ist brutal. Also für den Sommer ist sie wirklich super. Dann machen wir weiter. Auch ein relativ ja, klassisches, zeitloses Modell, der Vans Old School. Kann man auch immer tragen. Und ich bin auch so ein Fan von so Erdtönen. Also ich trage relativ viel Beige, relativ viel Schwarz und so. Und ich finde, der Schuh passt da halt unnormal gut dazu. Ich habe den auch im Sale gekauft, ist noch gar nicht so lange her, habe ich auch im Übrigen in meiner Story gezeigt. Kostet, glaube ich, um die 60 Euro, gibt es auch noch zu kaufen. Habe ich bis dato auch noch nicht getragen, weil der Sommer halt hier einfach noch nicht so am Start ist. Also ich finde von den Farben her und so bockt der unnormal und ist halt einfach auch eine klassische Silhouette, die man einfach immer tragen kann, muss man auf jeden Fall im Kleiderschrank haben und ich finde, ist mal so, ja, ist eine geile Alternative einfach zu dem schlichten schwarzen Vans Old School oder halt den weißen. Und wie gesagt, wenn ihr auch gerne so Erdtöne tragt, viel Beige, viel Braun, viel Schwarz und so, unnormal geiler Schuh. Passt da auf jeden Fall super in euren Kleiderschrank. Und wie gesagt, ist halt auch nicht teuer. Ne? Kostet so roundabout 60, 70 Euro. Wenn man Glück hat, auch ein bisschen günstiger. Ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Komm, wir kommen zu dem Schuh. Zu dem Schuh muss ich euch eine kleine Vorgeschichte erzählen. Der ist geisteskrank und der kostet einfach nur, ich glaube, 30 Euro oder so. Der Schuh hier ganz kurz gezeigt, Vorgeschichte dazu. Ich habe den Schuh bei Dennis Schröder gesehen und ich habe mir ein Video angeguckt und da hatte er den Schuh an und ich dachte zu 1000% irgend so ein Dior-Ding kostet wieder 1000 Euros und so. Und dann war ich so random, ich glaube einen Tag später bei ASOS und habe einfach ein bisschen durchgeguckt und dachte so, vielleicht findest du einen geilen Schuh oder so. Und auf einmal sehe ich den Schuh und denke mir so, hä, kann ja nicht sein. Ja, ich dachte halt, das ist ein Schuh von Dior oder irgendein Designerschuh. Und dann sehe ich den Schuh, habe dann nochmal so verglichen und habe gesehen, 1:1 einfach der gleiche Schuh und kostet nur 30 Euro. Und ich habe den dann eben
ich muss hier kurz einen Aufkleber abmachen, hab den dann eben auch in meiner Story gezeigt und die Geschichte dazu auch erzählt, dass ich eben dachte, der ist schweineteuer und so. Und daraufhin, das ist jetzt glaube ich schon, ja, so anderthalb Monate her, ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber wie gesagt, ich hatte unnormal viele Swipe-Ups auf diesen Schuh und daraufhin war der Schuh direkt ausverkauft, glaube ich, den Tag danach. Und ist jetzt schon anderthalb Monate her und ich habe gestern nochmal nachgeguckt, den Schuh gibt es wieder in allen Größen und kostet einfach nur 30 Euro. Und wie gesagt, auf kurze Hosen, ich habe gestern auch so ein kleines Fashion-Haul in meiner Instagram-Story hochgeladen, habe ich auch den Schuh getragen auf eine kurze schwarze Hose und dann so einen pfirsichfarbenen Hoodie. Unfassbar geil. Also der bockt unnormal. Nee, Quatsch, kein pfirsichfarbenen Hoodie, ich hatte den Hoodie an mit einer schwarzen kurzen Hose. Auf jeden Fall, der Schuh geisteskrank, kostet 30 Euro, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, ne, ich dachte, so von der Entfernung, Save Dior, ASOS 30 Euro. Deswegen, der Schuh ist auf jeden Fall für mich absolutes Highlight, glaube ich, dieses Jahr. Ich war unfassbar glücklich, dass ich den bekommen habe, werde den mir, glaube ich, auch nochmal. Was trage ich hier? 43, werde den mir auf jeden Fall auch, bevor das Video online geht, nochmal bestellen, dass ich da noch einen auf Lager habe. Aber der Schuh auf jeden Fall Weltklasse. Dann kommen wir zu einem Schuh, den ich schon ganz, ganz lange habe, aber irgendwie noch nicht so richtig getragen habe. Ich finde den Schuh geil, deswegen ist er auch in diesem Video mit dabei, weil der für den Sommer überragend ist. Aber ich persönlich finde, er steht mir irgendwie nicht so. Ich finde den Schuh an sich geil und wenn ich den bei anderen Leuten sehe, finde ich den unnormal fresh. An mir persönlich, keine Ahnung wieso. Fühle ich den irgendwie nicht so, deswegen habe ich ihn auch noch nicht getragen, finde aber, er gehört auf jeden Fall trotzdem in das Video, weil das für mich auch einfach ein geiler Sommerschuh ist. 1er Jordan Low Top, den habe ich mir, glaube ich, damals bei Footlooker gekauft und habe den bis dato, ich glaube, einmal oder vielleicht nur zu Hause oder so getragen, weil die Zunge stört mich unnormal. Also ich finde die Farbe richtig geil mit diesem Grau und mit diesem Camo und so, kann man richtig geil kombinieren. Das Ding ist halt, diese fette Zunge hier, ich war schon am Überlegen, ob ich die halt einfach abschneide. So, aber ja, ist ein geiler Schuh, kostet, glaube ich, ein bisschen mehr als 100 Euro. 110 oder so habe ich dafür gezahlt oder 120. Unnormal heftiger Schuh, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Aber falls ihr irgendeine stabile Lösung habt, wie man die Zunge hier, guckt mal, wie lang die ist, wie man es irgendwie hinbekommt, dass sie halt nicht mehr so lang ist, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin kurz davor, das Ding einfach hier abzuschneiden und dann den Schuh zu tragen. Ne? Aber auf jeden Fall auch ein sehr geiler Schuh, gibt es auch in voll vielen Farben. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei Pietro eingesehen, in so beige mit blau und so, schaut auch unfassbar gut aus. Und ja, ist glaube ich auch eine geile Alternative irgendwie zu einem Dunk Low oder so. Bockt auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr cooler Schuh. Und zu guter Letzt kommen wir zu einer Marke, die ich ja schon ein bisschen länger auf dem Schirm habe und es ist eigentlich so mit meiner Lieblingsmarke, was Schuhe angeht und ich glaube, die haben nicht so viele auf dem Schirm, weil nicht alle Schuhe davon geil sind, muss ich offen ehrlich zugeben, aber ich finde, die haben teilweise wirklich Modelle dabei, die unnormal fresh sind. Ich habe, glaube ich, ich bin auf den Sneaker gekommen durch Costa Williams, der hatte mir, glaube ich, vor 2 Jahren oder so gezeigt und seitdem liebe ich die Silhouette von dem Schuh, habe mittlerweile Gott sei Dank auch einen Kontakt dahin und bekomme ab und zu mal, also nicht immer, ich kaufe die natürlich auch noch selber, aber ab und zu schicken die mir auch mal ein paar Schuhe umsonst zu. Und den zum Beispiel habe ich auch for free bekommen. Die Marke heißt Nubik, kennen vielleicht der ein oder andere. Ich finde gerade auch diesen Grauton hier für den Sommer halt echt nice. Habe ich bis dato auch erst 1-2 Mal getragen, weil das Wetter einfach noch nicht so geil ist. Und ich habe den, glaube ich, im Winter bekommen und habe den tatsächlich, wie auch den Schuh hier, wie auch den Vans, einfach im Kleiderschrank stehen lassen, weil, keine Ahnung, ich finde es irgendwie dann zu schade, solche Schuhe, die von der Farbe her cool sind und so, dann im Winter zu tragen und die dann so ein bisschen, ja, runter zu rocken. Deswegen habe ich mir die und auch die ganzen anderen Schuhe immer aufgehoben, jetzt bis das schöne Wetter kommt. Aber ist eine unfassbar geile Silhouette, ist auch von der Qualität her, sind die Schuhe wirklich top, sind alles Echtlederschuhe, kosten, glaube ich, so roundabout 100, 120 Euro, sowas gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Und wie gesagt, da gehen auf jeden Fall an der Stelle ganz liebe Grüße auch an Costa raus, der mir damals die Schuhe gezeigt hat. In komplett weiß, in komplett schwarz habe ich die. Ich habe die jetzt hier in grau. Ich habe die, die ich hier in grau habe, nochmal in beige. Und ja, sind unnormal nice Schuhe. Deswegen für mich auch ein absoluter, ja, Sommerschuh. Einer meiner Lieblingssommerschuhe. Genau, das sind auf jeden Fall meine Top 5 Sneaker für den Sommer, die jetzt nicht unfassbar teuer sind. Ich glaube, 2 Schuhe sind dabei, die über 100 Euro sind. Der hier, unfassbar günstig, richtig geiler Schuh. Auch hier nochmal Fokus. Ja, unfassbarer Schuh. Meine Lieblingsschuhe, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Schuhe ihr gerade so feiert für den Sommer. Vielleicht sagt ihr, ey,
check mal das und das Modell ab, ist auch unfassbar günstig. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch noch so einen Tipp, ne, für günstige Schuhe, irgendwie bei Asos oder so. Schreibt das alle gerne in die Kommentare, lasst mir auch Feedback da, was ihr euch in Zukunft so ein bisschen wünscht, ein bisschen mehr Fashion, weiterhin so eine Mischung Fashion, Fußball, Sport. Ja, lasst mich das auf jeden Fall wissen, habt einen schönen Tag, genießt. Ich hoffe, morgen ist schönes Wetter. Genießt auf jeden Fall das Wetter. Ansonsten war es das mit dem Video. Haut rein. Peace.